Auto. Toll. Nein, ist nicht schlimm. Wir schaffen alles. Wir kriegen uns einen Anschlussflug, nicht Zug, in Amsterdam. Ne? Oh.
I love it too. It's wonderful. I love weddings. Seit ein paar Tagen sind wir wieder zurück aus Norwegen und ich war so begeistert von dieser Hochzeit. Wow, wie in einem Märchen. Am allerbesten hat mir eigentlich die Trauung selber gefallen. Nicht nur, dass er so eine wunderschöne Atmosphäre war und, wie wir Christen sagen würden, eine wunderschöne Gegenwart von Gott, sondern auch, es war einfach so mega frei. So eine krasse Freiheit da. Nichts war gezwungen, nichts war irgendwie komisch. Also, ja, es hat mir gut gefallen. Ich bin auch ein bisschen nah am Wasser gebaut, also so die eine oder andere Träne. Schon so ein bisschen meine Wange runtergekullert. Es war wirklich schön. Oh, ich freue mich so sehr für Sebastian und Natalie. Ich glaube, dass Gott wirklich einiges vorhat in ihrem Leben und dass es so eine gute Zeit wird, dass die sie zusammen haben. Die beiden zusammen sind ein Power-Team. Das ist so ein schönes Paar, nicht nur von außen anzusehen, sondern auch ihre Herzen, die sind so schön. So, wir haben uns einfach mal wieder ein bisschen mitgenommen auf eine weitere Reise, die wir beide unternommen haben, diesmal nach Norwegen. Norwegen ist eigentlich so unsere zweite Heimat. Wir haben da fast 10 Jahre gelebt. Viele, viele unserer Freunde sind da. Es ist ein wunderschönes Land. Falls du noch nicht da warst und du brauchst einen guten Urlaubstipp, Norwegen ist nicht schlecht oder sogar sehr, sehr schön. Es ist so ein wunderschönes Land. Ja, es war mega da zu sein und ich bin so mega dankbar für die Zeit, die wir da sein durften.